Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview von der Aktionär TV und wir wollen heute mal über die Centix Konjunkturerwartungen sprechen und das tun wir gemeinsam mit Manfred Hübner, dem Geschäftsführer von Centix. Schönen guten Tag. Hallo Frau Klar. Herr Hübner, Sie hatten uns einige Grafiken schon mitgebracht und wir schauen direkt mal auf den Konjunkturindex für das Euroland. Man könnte meinen, gerade nachdem der EZB-Präsident Mario Draghi ja im März nochmal richtig tief in die Trickkiste gegriffen hat mit der Lockerung oder mit der weiteren Lockerung der Geldpolitik, dass jetzt eben auch einiges zu spüren sei. Was hatten hier Ihre Ergebnisse geliefert? Ja, ganz so einfach ist es nicht mehr, wie es die letzten zwei Jahre war, dass Mario Draghi nur eine neue Bazooka, eine neue geldpolitische Lockerung ausstellen muss und schon jubeln die Anleger. Die Wirkung auf die Konjunktur bleibt aus. Die Anleger sind skeptisch, dass ein Mehr dieser billigen Geldpolitik wirklich das ein richtiges Instrument ist, um die Wirtschaft zu beleben. Und wenn wir diesen Monat uns die Entwicklung anschauen, dann können wir feststellen, dass Euroland ja auf einem moderaten Stabilisierungskurs sich weiter befindet, aber Lage und Erwartungen liegen so unterhalb von plus 10 Punkten, also um die plus 5 Punkte. Das ist, naja, weder richtig warm noch richtig kalt, richtig glücklich wird man damit nicht. Aber das Entscheidende ist, und das haben Sie schon angesprochen, dass eben Mario Draghi hier keinen wesentlichen Impuls mehr setzen konnte. Heißt das grob übersetzt, damit sind eigentlich die gewohnten Instrumente ausgereizt der Notenbank? Also der Notenbank offensichtlich schon. Wie gesagt, man wird ja jetzt darüber diskutiert, ob man jetzt noch Helikoptergeld hat und Mario Draghi das Geld direkt an die Leute verschenkt. Das wird natürlich mit Sicherheit einen Effekt haben, aber nur noch um den Preis, dass natürlich dann das Vertrauen in eine Währung vollends untergraben wäre, wenn man so einen Schritt gehen würde. Von daher richtet sich der Blick jetzt letztendlich wieder auf dem, was einfach weltpolitisch, aber auch in der Konjunktur weltweit sich tut, was andere Regionen machen. Und nun am Strich ist das vielleicht am Ende sogar ganz gut, dass wir jetzt merken, dass mit Geldpolitik alleine eine Wirtschaft nicht zu bestreiten ist und es wieder auf andere reale Faktoren sich zurückführt. Während die Konjunkturerwartungen vorsichtig gesagt vor sich hindümpeln, da gab es aber einige Turbulenzen am Aktienmarkt und natürlich schauen wir uns auch hier die Stimmung etwas genauer an. Wie sieht es denn hier aus bei dem Sentiment der Aktien im Euroland? Ja, wir hatten ja Ende Februar, Anfang März hatten wir ein richtig Sentiment-Tief gehabt, da war viel Angst im Markt. Seitdem erholen sich etwas die Märkte. Was ganz interessant ist, ist, dass die Stimmung inzwischen schon wieder leicht unter dem neutralen Punkt ist, ist aber insgesamt kein sehr ausgeprägtes Signal. Worauf es unseres Erachtens nach bei den Stimmungsfaktoren momentan ankommt, sind zwei Dinge. Erstens der sogenannte strategische Bias, also die Grundüberzeugung, in Aktien zu investieren. Die hat ja seit Dezember kräftig gelitten und kommt auch die letzten sechs Wochen nicht mehr auf die Beine. Wir dümpeln da um die Nulllinie. Was sich aber eben auch darin zeigt, ist, dass die Maßnahmen der EZB hier eben die Anleger nicht aus der Reserve locken können, sondern dass wir andere handfeste Gründe brauchen, um Aktien zu kaufen. Und die sehen Anleger momentan nicht. Und das Zweite, was in den Daten zum Ausdruck kommt, ist, dass insgesamt eine sehr, sehr hohe Unsicherheit bei Investoren herrscht. Wir messen das im sogenannten Neutralitätsindex, der auf der kurzen und mittleren Sicht relativ hoch liegt. Und das ist zumindest zwar kein Richtungssignal, aber es ist ein Vorbote dafür, dass wir uns in den nächsten Wochen auf eine stärkere neue Trendbewegung einstellen können. In welche Richtung das geht, wird davon abhängen, welchen Impuls der strategische Bias als nächstes bekommt. Wie gesagt, bislang ist das alles sehr, sehr neutral, aber Investoren sollten die Entwicklung hier aufmerksam verfolgen. Kommen wir nochmal zurück vom Aktienmarkt zur Konjunktur und da haben wir auch positive Beispiele, nämlich in den USA. Hier sah es ja am Jahresanfang auch noch ein bisschen wackelig aus, dann ist man auch von den Notenbanken etwas zurückgerudert, was mögliche Zinsschritte angeht. Janet Yellen hat gesagt, naja, vielleicht zwei in diesem Jahr von ursprünglich geplanten vier, aber mittlerweile scheint sich hier das Konjunkturbild ein bisschen aufgehellt zu haben. Das Konjunkturbild hat sich interessanterweise aufgehellt. Da hatten wir Anfang des Jahres deutliche Sorgen gehabt, dass nach der Zinserhöhung in den USA die Wirtschaft hier unter die Räder kommen könnte. Das haben die Anleger korrigiert. Die amerikanische Region ist, was Lage und Erwartungen angeht, inzwischen wieder im Aufschwungsquadranten angekommen. Aber interessanterweise würde das ja eigentlich implizieren, dass wir jetzt, die Fed ja eigentlich gar keinen Grund hat, an ihrem Zinspfad zu zweifeln. Aber interessanterweise speist sich diese Hoffnung der Anleger durchaus darauf, dass die Fed nichts tut. Das heißt, der Zwiespalt der amerikanischen Notenbank der letzten Monate geht weiter. Und auch wenn die Daten hier vergleichsweise ein positives Bild für Amerika zeichnen, so ist es doch unseres Erachtens nach kein wirklich stabiles Setup, in dem wir uns hier bewegen.
Schauen wir uns aber auch noch mal ein Negativbeispiel an, nämlich Japan. Japan hat ja mit zu den Sorgenkindern, genauso wie China, gerade Anfang des Jahres gezählt. Hier hat man natürlich auch von Seiten der Notenbanken versucht einzugreifen, möchte gerne noch mehr tun. Hat sich denn hier mittlerweile oder hat das Früchte getragen? Ja, ganz fürchterliche Früchte. Die Anleger sind maßlos enttäuscht, verlieren die Hoffnung, was Japan angeht. In den Konjunkturerwartungen, in unseren Konjunkturindizes messen wir den tiefsten Stand seit November, Dezember 2012. Also größer kann man es aus Anlegersicht nicht zum Ausdruck bringen, dass man die Politik in Japan für komplett verfehlt hält. Und es ist ja wirklich auch, Japan ist ja in der Hinsicht auch ein Musterbeispiel. Zum einen machen die es ja, was geldpolitische Lockerungen angeht, am längsten von allen Notenbanken. Zum zweiten haben wir zum Beispiel in Japan ja eine Situation inzwischen erreicht, wo Unternehmen geradezu in Geld schwimmen, aber es bewegt sich nichts. Und das ist eben ein Zeichen dafür, dass sie eine Wirtschaft alleine mit Geld nicht ankurbeln können. Denn wenn es über das Geld zu machen wäre, hätte in Japan schon längst eine neue Blütephase ansprechen müssen. Aber das Einzige, was blüht, sind die Blüten in dem Sinn. Und wir haben hier mit einem, im wahrsten Sinne des Wortes eine Scheinblüte, wo aber die Anleger der japanischen Administration ganz klar das Misstrauen aussprechen. Eines der Instrumente oder der gewählten Instrumente der Bank of Japan ist ja auch die Abwertung der landeseigenen Währung. Wie verhält sich es denn hier beim beispielsweise US-Dollar zum Yen? Ja, es wirkt nicht. Und es wirkt deswegen nicht, weil sie müssen ja, die Abwertung wird ja nur funktionieren, wenn jemand dann im Yen sich verschuldet, um das Geld aus Landes zu bringen. Sie haben aber da einiges an Währungsrisiken. Und wenn man mal sieht, dass Japan mit seiner Politik seine wichtigsten Kunden, nämlich zum Beispiel China, schwächt, indem es eben versucht, den Yen auch zum Yuan letztendlich abzuwerten, dann merkt man daraus, dass da schnell ein Zirkelschluss wird, der am Ende nicht aufgeht. Am Ende zählen dann doch die sogenannten Fundamentaldaten. Das heißt, Japan hat inzwischen wieder einen recht ordentlichen Leistungsbilanzüberschuss, weil es halt eben mehr exportiert, die Inlandswirtschaft nicht in Gang kommt. Und wenn sie ein relativ hohes Leistungsbilanzüberschuss haben, dann ist es wahnsinnig schwer, eine Währung abzuwerten, weil die Investoren natürlich wissen, wenn ich das Spiel mitgehe, dann habe ich einfach ein enormes Risiko, weil ich sozusagen gegen die Schwerkraft handle. Und das möchten Investoren in Zeiten der Unsicherheit nicht gerne tun, sondern das tun sie bestenfalls dann, wenn die Welt für Sie berechenbar ist und Risiken sozusagen für Sie eben auch einschätzbar sind. Herr Hübner, Sie sprachen jetzt gerade von Risiken und das nächste, was wir uns anschauen wollen, ist der Goldpreis, der ja als sicherer Hafen immer gerne gehandelt wird. Beim Goldpreis sahen wir, ich glaube, im ersten Drittel vom März noch ein Hoch. Ja, genau, hier ging es ordentlich nach oben. Wie ist denn jetzt, wie sind die Ergebnisse jetzt bei Ihnen, was den Goldpreis angeht in der Zukunft? Ja, hier im Chart dargestellt ist der sogenannte strategische Bias, also das, was den Aktien fehlt, eine Grundüberzeugung. Die haben wir momentan im Gold überreichlich. Wir sind nahe im Allzeithoch in dieser Grundüberzeugung. Und das heißt eben, dass Investoren hier bereits in Positionen aufzubauen, dass sie eine tiefe Überzeugung haben, dass Gold auch auf dem aktuellen Kursniveau interessant ist. Und das ist unseres Erachtens natürlich eine direkte Folge der Diskussion um die Notenbanken. Denn Investoren sagen sich natürlich, wenn die Notenbankpolitik nicht mehr funktioniert und keine realwirtschaftliche Wirkung hat, dann gibt es ja eigentlich nur zwei Auswege. Entweder wir fallen relativ schnell in die Krisensymptome zurück, dass wir nämlich unter dieser Überschuldung leiden, oder aber die Notenbanken gehen wirklich den letzten Schritt, Stichwort Helikoptergeld, und ruinieren das Vertrauen in die Währung vollends. In beiden Szenarien fühlen sich Investoren offensichtlich im Gold eher geschützt, eher wohl, und das drückt sich hier in dieser Entwicklung eben aus. Und entsprechend findet dort natürlich auch momentan Positionsaufbau statt. Was natürlich auffällt, wenn man Gold etwas längerfristig betrachtet, dann sieht man, wenn man Gold als Krisenwährung nimmt, dann, wenn es auch Krisen gibt, nicht von den Notenbanken, aber beispielsweise, wenn politisch eben die Welt im Argen liegt, da hatten die Anleger in der letzten Zeit nicht zugegriffen. Heißt das übersetzt, dass das Handeln der Notenbanken jetzt gravierender sich auswirkt auf das Vertrauen der Anleger? Ja, schauen Sie sich einfach nur mal die Entwicklung hier der letzten anderthalb Jahre im Indikator an. Immer wenn die Kurse gestiegen sind, haben wir doch dann auch relativ schnell wieder einen Abfall dieser Grundüberzeugung gesehen. Wir haben es in dieser ganzen Entwicklung nie geschafft, den technischen Basistrend, den Abwärtstrend seit 2011 zu brechen. Das ist in der jüngsten Bewegung anders. Wir haben eine untere Umkehrformation gehabt, wir haben den mittelfristigen Abwärtstrend inzwischen gebrochen, und obwohl das Gold kräftig gestiegen ist, zieht diese Grundüberzeugung immer weiter an. Das ist also von daher schon ein gänzlich anderes Umfeld als das, was wir die letzten zwei Jahre hatten, und deswegen halten wir diese Bewegung auch durchaus für nachhaltig, weil auch offensichtlich das
das, was die Investoren annehmen, eben eine sehr grundlegende Verunsicherung ist, die hier zum Ausdruck kommt, weil sie sagen, wenn diese Politik des billigen Geldes, wenn wir dort irgendwo der Auffassung sind, das funktioniert nicht mehr, das sehen wir in Konjunkturerwartung, das sehen wir im strategischen Aktienbias, ja, was bleibt uns dann? Dann bleiben ja eigentlich nur, dass entweder die Fehlentwicklungen der letzten Jahre am Ende doch offengelegt und korrigiert werden müssen, Stichwort Schuldenschnitte etc., wie es jetzt auch wieder für Griechenland diskutiert wird, oder das heißt eben, dass die Notenbanken noch diesen entscheidenden letzten Schritt gehen müssen, um den Geldwert so nachhaltig zu schwächen, dass man die Inflation quasi erzwingt. Aber das kann natürlich sehr, sehr schnell ein unkontrollierter Prozess werden, wo die Notenbanken die Kontrolle am Ende auch verlieren können. Und da bleibt eben als einziger Schutz aus Investorensicht die Währung, die eben nicht manipulierbar ist, zumindest jedenfalls nicht so einfach wie das Papiergeld. Eine Manipulierung, zumindest beim Gold, vielleicht eine Drosselung, die wünscht sich ja der ein oder andere. Nach wie vor kommt es nicht dazu. Und der Ölpreis war ja gerade auch Anfang des Jahres einer der größten Belastungsfaktoren, den wir gesehen hatten. Es gab dann ein Aufatmen, als der Boden gefunden wurde. Die 40 Dollar pro Barrel, die taten wohl sichtlich den Anlegern gut. Jetzt sind wir wieder darunter gefallen. Kommt jetzt das Déjà-vu? Man muss es fast befürchten. Zum einen, weil der strategische Bias wieder nach unten gedreht hat. Das heißt, die Anleger jetzt eher nach Gewinnmitnahmepunkten suchen. Und was uns in dem Zusammenhang sehr beunruhigt, der strategische Bias ist sehr eng korreliert mit der Positionierung der Anleger. Und wenn Sie sich die Positionierung der Anleger am Ölmarkt anschauen, da gibt es ja von den Terminbörsen gibt es ja entsprechende Reports über die Positionierung, dann sehen wir, dass wir noch nie so viele Long-Spekulanten im Markt hatten wie derzeit. Das heißt, es gibt hier auch reichlich Anleger, die was zu verkaufen haben. Und wenn man dann noch sieht, dass diese technische Erholung seit Januar zwar ganz ordentlich war, aber nicht dazu geführt hat, dass der Abwärtstrend gebrochen wurde. Das heißt, wir befinden uns eigentlich immer noch in einem übergeordneten Abwärtstrend, haben aber den ganzen Markt auf der Long-Seite in der Spekulation und sehen jetzt, dass die Grundüberzeugung für diese Longs aber gerade schwindet und wieder fällt. Das ist in unserer Wahrnehmung ein Hochrisiko-Setup. Wir würden hier Anleger empfehlen, um den Ölmarkt zumindest mal auf der Long-Seite im Moment eher einen Bogen zu machen und eher die daraus resultierenden Risiken eines fallenden Ölpreises wieder in ihre Kalkulation aufzunehmen. Herr Hübner, dann sage ich vielen herzlichen Dank für diesen konjunkturellen Überblick. Liebe Zuschauer, auch Ihnen Dankeschön fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.